Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Tutorial, das ich mache auf YouTube zum Thema Map Control. Bevor wir anfangen, nur ganz kurz, ist mein allererstes Tutorial, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe mir überlegt, ich mache das einfach live anhand von Live-Runden auf German Squad Community Server und probiere euch das ein bisschen näher zu bringen und das ein bisschen danach schön zu editieren, dass das auch verständlich ist. Entschuldigt, falls es unverständlich ist. Wenn nicht, lasst einfach Fragen unter dem Video da, kommentiert, was das Zeug hält. Ich probiere euch das Thema einfach so weit näher zu bringen, wie es möglich ist. So nah, wie es mir möglich ist, euch das Thema so nah zu bringen, wie es mir möglich ist. Jetzt. Genau. Was ist Map Control und was bringt uns das eigentlich? Grundsätzlich, Map Control bedeutet so viel wie, wo stehe ich auf der Map, welchen Bereich der Map kontrolliere ich, beziehungsweise in dem Fall mein Team, unser Team, was macht der Gegner, wie reagiere ich darauf, auf das, was der Gegner macht, und habe ich genug Zeit, um auf das zu reagieren. In dem Fall auf Kohat sind wir gerade, wo die Russen gegen die Amerikaner spielen. Ich mache hier einmal schnell die Marker an, da sehen wir das eine Team. Wo ist das andere Team? Marker sind an. Ich sehe nur ein Team. Na, da ist das andere Team. Genau. Grundsätzlich können wir davon ausgehen, nehmen wir mal Kohat hier als Map, als Start. Am Anfang ist immer die grundsätzliche Annahme, wer kontrolliert welches Gebiet vom Team, von der Map. Die anfängliche Aussage grundsätzlich sollte immer sein, welche Seite der Map gehört meinem Team und wo werde ich höchstwahrscheinlich als erstes auf Gegner treffen. Machen wir einmal kurz die Map auf. Wir sehen Kohat. Kohat ist tatsächlich ein schönes Beispiel für diese Theorie und für diese Erläuterung, weil es schon mal natürlich getrennt ist durch den großen Fluss, den wir hier unter uns sehen, das große Flusstal. Und wir davon ausgehen können, die Russen werden die Flagge hier unten, Mozai, zu dem Zeitpunkt haben, wo die Amerikaner Chaka Khod haben. Heißt, der erste größere Kontakt wird hier in der Mitte auf Malak Abad stattfinden. Davon können wir mal ausgehen. Dementsprechend könnte man auch sozusagen sagen, der Fluss ist die natürliche Grenze. Alles, was nordöstlich auf der Seite des Flusses liegt, ist amerikanisches Gebiet. Alles, was hier unten auf der Seite liegt, ist im Endeffekt das russische Gebiet. So viel mal zum Ersten. Wir können davon ausgehen, dass entlang dieser Linie die ersten Kontakte stattfinden können. Wir sehen es hier schon als Beispiel. Hier unten fährt der russische BTR. Da oben kommt der erste amerikanische Humvee, glaube ich. Was haben wir da? Oder ist es ein Logistik-Truck? Ne, ist ein Logistik-Truck. Hier wird die erste FOB gebaut von den Amerikanern. Und der erste Kontakt wird hier wahrscheinlich grob in der Gegend von Malak Abad stattfinden. Das kann man natürlich adaptiv für andere Maps anwenden. Hier als Beispiel wäre einmal Fool's Road. Die Russen sind hier bei der Train Station. In derselben Zeit sind die Militias hier oben bei Fortress. Also die natürliche Teilung der Map ist natürlich, Militia kriegt Hilltop und Fortress und die Russen kriegen Mine Entrance und Train Station. Was heißt das bezogen auf Map Control? In dem Sinne, auf Fool's Road würde das heißen, hier in der Mitte können wir die Map halbieren und der normale Weg wäre hier, ungefähr hier auf dem Feld, hier und hier unten von der Seite der Russen. Genauso wie hier, Mine Entrance, könnte man davon ausgehen, dass hier gleich nach Norden gedrückt wird, hier von den Militias aus nach Süden. Heißt, in diesen Gebieten ist der erste Kontakt zu erwarten. Wenn wir von einem normalen Spiel ausgehen, natürlich könnte Militia hier auch runterdrücken. Aber da kommen wir später dazu. Was heißt Map Control? Das heißt, es ist der zu erwartende Zustand quasi, wo wir dann wissen, okay, die Gegner sind dort, sie kommen aus der Richtung, wir müssen auf diese Richtung aufpassen und können so dementsprechend die Map kontrollieren und wissen, was passiert auf der Map. Was bei Squad natürlich relativ schwer ist, weil die Map relativ groß ist,
Und wenn die Squad-Leader nicht miteinander reden und Gegner markieren und ihre Informationen weitergeben, dann wird das nichts. Aber dazu kommen wir auch später. In dem Sinne, es geht im Endeffekt darum zu wissen, von wo kann der Gegner kommen, wo steht der Gegner in der Relation zu meiner Position, in welche Richtung muss ich decken und aufpassen. Und wie dementsprechend reagiere ich drauf. Nehmen wir als Beispiel hier auf Fool's Road diesen Hügel hier. Ist zum Beispiel eine Art und Weise, wie man Map Control schnell erlangen kann. Sehen wir den Hügel hier, den klassischen Hügel, da oben ist Fortress. Sehen wir diesen Hügel hier. Und stellen uns einfach mal als einzelner Mann. Als einzelner Mann. Jetzt muss ich hier schnell die Cam konfigurieren. So. Als Einzelmann hier auf diesen Hügel. Ein Mann. Sagen wir zwei Mann. Ein Mann steht hier. Und ein Mann steht etwas weiter hier drüben. Ungefähr hier. Schauen wir auf die Map. Wir sehen hier diesen kompletten Bereich. Im Endeffekt hier rüber bis zu der Waldgrenze. Dieser ganze Bereich kann von diesem Hügel kontrolliert werden. Wenn da unten ein Technical vorbeifährt, wenn Infanterie vorbeifährt, egal was auch immer, wir sehen es, wir können darauf reagieren. Dementsprechend Hügel geben natürlich gute Map Control etc. etc. Wälder sind natürlich etwas schwerer zu kontrollieren und natürlich, wenn da oben auf dem Hügel jemand steht, er kann hier jemanden spotten, aber man kann durchaus auch durchlaufen. Sagen wir das so. Als Map Control helfen auch, helfen natürlich auch die, sagen wir mal, die natürliche Topografie. Hier auf Fool's Road ist es im Endeffekt, kontrollieren die Russen diesen Hügel hier, kontrollieren Ammo Depot und das kleine Waldstück hier unten, das man aber auch sehr gut von Ammo Depot aus kontrollieren kann. Sagen wir mal ungefähr, hier müsste hier ein, zwei Leute stehen, die dort unten den Hügel halten. Dann natürlich selber Ammo Depot müsste man ein, zwei Leute haben. Und hier, es ist auf dem großen Layout. Es ist natürlich, wie man schon sieht, die Map ist relativ groß, sie ist relativ verwunden. Es ist relativ schwer, Map Control zu haben auf Fool's Road. Deswegen können die Runden hier auch sehr chaotisch sein. Aber hier der Punkt zum Beispiel gibt uns auch eine sehr gute Idee von, was wir alles kontrollieren können. Auf dem Punkt, genau. So. So viel mal dazu. Was bringt uns das Ganze allerdings? Wie können wir dann Map Control zu unserem Vorteil nutzen, wenn ihr jetzt so die grundsätzliche Idee habt, was Map Control bedeutet? Wenn wir zum Beispiel Train Station verteidigen wollen. Wie wir es hier sehen, gerade im Moment wird hier nicht wirklich verteidigt. Drei Leute stehen auf der Capzone. Schauen wir mal, ob irgendwo die Militias schon unterwegs sind. Nein, sieht nicht so aus. Es stehen drei Leute auf der Capzone. Wir können auch, kann auch im Normalfall steht da vielleicht ein ganzer Squad auf der Capzone, wie auch immer. Allerdings, wenn wir uns die Capzone anschauen, wir schauen die Vision von den drei Leuten ein. Was sehen diese drei Leute? Okay, hier. Wir sehen den Hügel, allerdings die Sicht ist sehr schlecht. Es sind viele Bäume etc. TT. Wir könnten rein theoretisch hier die Straße kontrollieren. Wird aber nicht gemacht. Also hier stehen zwei, drei Leute. Grundsätzlich in der Capzone, die Sicht ist sehr schlecht. Gegner können aus, die Militias können aus aller Richtungen kommen, von jedem Hügel etc. TT. Wir sehen, es wird nicht kontrolliert. Jetzt die Map Control hier ist im Endeffekt nicht gegeben. Die Militias können von überall kommen. Wenn wir jetzt rein theoretisch die Map als Ganzes nutzen, dann zoomen wir ein bisschen raus. Es nutzen. So. Rein theoretisch, wenn wir nun jetzt aber schon diesen Hügel hier oben kontrollieren, im Endeffekt, wir kontrollieren diesen Hügel, die kleine Hügelkette, die Spitze, wir kontrollieren hier dieses Tal, haben vielleicht ein oder zwei Leute hier oben, quasi die einfach diesen natürlichen Weg hier unten, dieses Tal kontrollieren. Wir haben ein, zwei Leute hier,
am besten mit RPGs natürlich. Die kontrollieren die Straße. Was uns einerseits natürlich hilft zu sehen, einfach, okay, crossen dort Infanteristen von Norden nach Süden auf die Straße. Ich brauche keine Leute hier in dem Teilgebiet haben. Wenn wir einen Mann hier postieren, der die Straße beobachtet, Richtung Osten, und wir postieren rein theoretisch einen Mann hier oben, der die Straße hier kontrolliert, können wir davon ausgehen, wir sehen diesen Bereich hier und wir sehen diesen Bereich hier. Wir können davon ausgehen, dieser ganze Bereich ist sauber. Heißt, auf Train Station aus direkt Osten wird schon mal niemand kommen. Und falls sie doch jemanden sehen, einen ganzen Squad etc. tt., benutzen wir einfach den Squad-Chat, sagen, okay, ich sehe hier einen ganzen Squad, der von Osten kommt, und die Verteidiger können sich darauf einstellen, dass wahrscheinlich ein ganzer Squad in den nächsten 1,5 Minuten hier aus Osten kommt. Wir können uns darauf einstellen, eventuell werden die feindlichen Kräfte hier eine FOB platzieren, werden hier spawnen können und der Angriff wird aus Osten kommen. Dasselbe gilt im Endeffekt aus der Richtung von Nordwesten. Sagen wir, wir haben den einen Mann oder die zwei Mann einfach nur auf diesem Hügel hier oben platziert. Wenn wir einen Mann hier hinstellen, ich wiederhole, hier geht es gerade eigentlich nur um Vision und Information. Wir stellen einen Mann hier hin. Wir sehen die Straße. Wir sehen, okay, da könnte ein Technical vorbeifahren. Wenn wir das wissen, können wir darauf reagieren. Bis der Technical unten an der Mainbase ist oder an der Flagge ist, können wir sagen, okay, da ist ein Technical in dieses Gebiet reingefahren. Wir sehen im Endeffekt von hier bis zu dem westlichen Rand der Karte, sagen wir es mal so, von hier, wir sehen bis hier rüber sehen wir. Wir können schauen, kommt dort Infanterie über diesen Hügel, kommt hier Infanterie. Wir können einen Mann hier oben hinstellen, der sieht ebenfalls auch, wenn ein Fahrzeug kommt, wenn da Infanterie läuft und so weiter. Wenn wir also davon ausgehen können, am Anfang der Runde, dass noch kein Technical durchgerusht ist, sagen wir mal, also im Normalfall, und wir gehen davon aus, dass wir das Gebiet haben, dann könnten wir das ganze Gebiet hier unser nennen, wir könnten den Hügel hier unser nennen und wir könnten bis zu dem Punkt hier drüben die ganze Sache unser nennen und sicher sein, dass dort keine Feinde sind. Wenn jetzt natürlich ein Technical mit 3 Leuten auf der Straße dementsprechend durchfährt, aber nicht hier unten ankommt, können wir davon ausgehen, okay, höchstwahrscheinlich wird der Technical hier in dieses Waldstück gefahren sein, hier eine FOB platziert haben, einen Rallypoint platziert haben und der Angriff wird aus dieser Richtung kommen. Und so können wir im Endeffekt ganz einfach auch mit einem Squad mit 8 Leuten, wenn wir die Rechnung machen, ein Mann steht hier, ein Mann steht vielleicht hier, ein Mann steht hier, sind 3, 4, 5. Wir haben 5 Leute und dann haben wir immer noch 4 Leute, die rein theoretisch auf der Capzone stehen können und auf alles reagieren können, was da eben kommt. Das ist mal, geht einfach nur um die Vision als einzelner Squad. Ist natürlich ein bisschen verändert, aber hier rein theoretisch, was wir sehen, was passiert. Grundsätzlich könnte man sagen, würde hier ein Squad noch stehen und hier unten ein Squad von den Russen. In dem Fall hätten wir quasi Map Control über dieses Eck. Hier könnten wir nach Süden denken, hier nach Südosten, hier nach Osten. Wir hätten hier eine FOB und wir könnten quasi im Endeffekt diesen ganzen Bereich relativ einfach halten. Und es wäre quasi, ich könnte mal zeigen, es wäre von dieser Hügelkette, von dort hinten, hier rum, über diese Hügelkette bis nach da oben. Und wenn wir rein theoretisch dieses ganze Gebiet halten, können wir davon ausgehen, dass die Angreifer nicht mal annähernd überhaupt bis an die Capzone herankommen. Wenn wir das Gegenteil machen und wir verstecken uns alle, sagen wir, in der Fortress drinnen, wird zwangsläufig irgendwann die komplette Militia-Fraktion um den Hügel herumstehen, die FOBs außerhalb werden abgegraben, drinnen wird eine Todesfalle, Granaten werden reingeschmissen und es wird ein riesiges Massaker geben. Das wir natürlich verhindern können, indem wir die Gegner gar nicht erst so nah rankommen lassen. Was oft natürlich passiert bei Squad, was viele Leute nicht tun, ist quasi ihre Position konsequent halten. Und wenn wir sehen es hier so ein bisschen, die Linie, die hier steht im Endeffekt,
Die sieht gar nicht so schlecht aus. Geht von hier oben. Von hier, von der Straße ganz im Norden, könnten immer noch welche vorbeikommen. Allerdings einmal hier rum, um den Hügel. Wir können das hier so ein bisschen an der Seite sehen. Geht hier rum. Und müsste dann hier konsequent eigentlich weitergeführt werden. Hier ist quasi ein Loch in der russischen Verteidigung. Allerdings haben sie Glück, dass von da noch nichts kommt. Außer hier der Maestro. Denn hier könnten wir quasi, könnten die hochstürmen. Die FOB ist unverteidigt in dem Fall. Irgendwo hier ist die FOB. Die wäre unverteidigt und dann würden die russischen Verteidiger hier auf der Flagge stehen, hätten keinen Respawn-Punkt und die Map Control wäre dahin. Allerdings ist dort dicht. Haben wir diesen kompletten Bereich unter Kontrolle. Wir können uns komplett auf die Ostseite und Südseite konzentrieren. Und hätten Map Control über diesen Bereich. So als kleines Beispiel. Partielle Map Control würden wir das nennen. So, wir sehen es hier wieder. Im Endeffekt, die Kontrolle der Russen hat quasi aufgehört. Wenn wir es anschauen, wir haben nur noch Verteidiger direkt auf der Cap Zone. Hier oben wird schon geflankt, zwar nur von zwei Leuten. Wenn die Squads etwas koordinierter wären, wäre es hier überhaupt kein Problem, hier oben durchzustoßen und hier hinter durchzustoßen oder von der Südseite durchzustoßen und hier die FOB wegzugraben, die sich irgendwo hier unten befindet, glaube ich. Irgendwo müsste sie hier, ich höre sie doch schon, hier ist sie, die FOB wegzugraben und quasi die Fortress einzukesseln und von allen Seiten anzugreifen. Und wir sehen ein bisschen später, die zwei Flanker von der Nordseite sind auf der anderen Seite angekommen. Werden höchstwahrscheinlich die FOBs suchen gehen. Mal hier kurz schauen, wer das ist. Ali Rock. Und Revan ist ein Squad-Lead und ein Scouter, glaube ich. Ne, ist ein Medic. Und sie sind unterwegs auf die Westseite von der Fortress, um sie abzuschneiden. Die Frage ist natürlich, in dem Fall sind sie schnell genug oder nicht. Aber für unsere Demonstrationszwecke sollte das reichen. Sie tun genau das, was wir gesagt haben. Keine Map-Control, sie gehen oben lang, außenrum, haben geflankt. Suchen jetzt die FOB, werden sie höchstwahrscheinlich auch finden und abgraben. Und Fortress wird dementsprechend abgeschnitten sein. Und sollten jetzt die FOB hier auch einfach abgraben. Das ist eben genau das, was mit Map Control verhindert werden kann. Und hier in dem Fall nicht verhindert werden wurde. In der Situation sehen wir es dann ganz gut. Einer covered und hier wird die FOB dann abgegraben. Wie im Endeffekt vorhergesagt. Hab hier weder irgendwas geskriptet oder noch irgendwas, einfach nur durch mein Map-Control-Knowledge konnte ich relativ gut hervorheben, was hier eben passiert. Das war's mit dem ersten Teil zu meinem kleinen Tutorial über Map-Control. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt über was Map-Control in generellem ist und wie sich das auswirkt, lasst es einfach in den Kommentaren da. Im zweiten Teil werde ich ein bisschen mehr darauf eingehen, auf spezielle Situationen und wie sich denn Map Control über den Lauf einer ganzen Runde auswirken und verändern kann. Bis dahin, Running Duck.